So, herzlich willkommen zur ersten Session der BDP Webinar Series. Heute mit dem Thema zu den rechtlichen Restriktionen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ganz kurz noch zur Plattform. Auf der rechten Seite finden Sie das Q&A-Fenster, zu welchem wir Sie auch gerne animieren, dass Sie dieses nutzen und Fragen stellen. Gegen Ende der Session werden wir dann auch auf die Fragen eingehen. An dieser Stelle auch noch gleich kurz ein Teaser für die nächsten Sessions. Es ist ja eine Series, so nennen wir uns nicht nur, sondern wir haben es natürlich auch. Nächste Woche geht es gleich weiter mit Enterprise Performance Management, mit SAP PAPM Cloud, auch wieder mit unserem Partner S-Peers und MSG Global Solutions. Und dann auch nochmal weiter am 23.05. und weitere Folgen werden natürlich kommen. In diesem Sinne übergebe ich auch bereits liebend gern an den Partner S-Peers und zwar an die DEA. So, dann natürlich herzlich willkommen auch von unserer Seite. Unser heutiges Webinar wollen wir mit einem sehr passenden Zitat von dem Ökonomen Peter Drucker beginnen. Zwar, you can't manage what you can't measure. Was dieses Zitat genau mit unserem Webinar zu tun hat, darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Wie die meisten von Ihnen wissen, ist Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema, gerade in der heutigen Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik. Und es gibt immer mehr gesetzliche Restriktionen, die dieses Thema Nachhaltigkeit vorantreiben wollen, wie unter anderem die EU-Taxonomie-Verordnung. Und wir schauen uns heute an, welche rechtlichen Restriktionen der Nachhaltigkeitsberichterstattung bestehen und fokussieren uns hier auf die EU-Taxonomie. Wie ist unser Webinar aufgebaut? Zuerst werden wir Ihnen kurz vorstellen, wer wir sind, wer die S-Peers AG ist und warum das Thema Nachhaltigkeit kein Nice-to-have mehr ist, sondern ein Must-have. Danach gehen wir expliziter auf die vereinzelten Regularien ein und unterscheiden auch hier zwischen der EU und der Schweiz. Unser Fokusthema, wie bereits gesagt, wird dann die EU-Taxonomie-Verordnung sein, die seit diesem Jahr greift. Und da wird Ihnen dann die liebe Yvonne nochmal zeigen, was die EU-Taxonomie ist und was sie beinhaltet und wie sie auch in einem DI-Tool umgesetzt werden kann. Und selbstverständlich kommt danach dann auch ein Fazit, was wir ableiten und ein Ausblick, den wir Ihnen präsentieren. Wer sind wir? Unsere liebe Yvonne Navarro ist unser Head of Sustainability Analytics. Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und hat sich bei uns bei der S-Peers insbesondere auf die Themen Sustainability and Data, Transformation Processes, Market Strategy und Customer Insight spezialisiert. Sie bringt außerdem auch mehrjährige Erfahrungen aus dem Bereich Sustainability Management mit. Ich bin Idea Marowitz. Ich bin seit diesem Jahr SAP Analytics Consultant bei der S-Peers und habe mich neben den typischen Analytics-Themen wie SAP Analytics Planning und Reporting auch auf das Thema Sustainability Analytics spezialisiert. Und Yvonne und ich haben die Ehre, dieses Thema Sustainability bei uns in der S-Peers AG voranzutreiben. Nun zu der Frage, wer ist die S-Peers AG? Wir sind ein hochspezialisiertes SAP Analytics Unternehmen mit Sitz im wunderschönen Bodensee auf der Schweizer Seite in Tegerwilen. Und was beschreibt ein Analytics-Haus denn am besten? Das sind die Daten. Das heißt, die S-Peers AG, sie wurde 2015 gegründet und ist, wie schon gesagt, ein IT- und SAP-Beratungsunternehmen mit aktuell mehr als 42 Beschäftigten. Seit 2015 konnten wir bereits über 300 erfolgreiche Analytics-Projekte erarbeiten und haben außerdem über 45 Zertifizierungen, unter anderem in den Bereichen SAC, dem WW und Sustainability. Nicht auszulassen, wie vielleicht wie auch in dem Webinar zu erahnen ist, haben wir für die IT-Branche eine ziemlich hohe Frauenquote, die etwa ein Drittel aller Beschäftigten ausmacht. Auf der rechten Seite sehen wir dann neben unseren zwei Niederlassungen in der Schweiz, also in Basel und in Tegerwilen, auch unsere Auszeichnungen in Partnerschaften, wie unter anderem der SAP Excellence Award Newcomer. Nun zu unserem Thema. Wieso ist jetzt Handeln erforderlich und warum beschäftigen wir uns heute mit diesem Webinar? Ich meine, dass Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema ist und gesetzliche Restriktionen dazu dienen, schneller und bessere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ist hoffentlich selbsterklärend. Doch warum ist es für Unternehmen wichtig, jetzt zu handeln, wenn es um die Nachhaltigkeitsberichterstattung geht? Das liegt vor allem daran, dass immer mehr Unternehmen nachhaltigkeitsberichtspflichtig werden. Was bedeutet, was wie jetzt zum Beispiel an der EU-Taxonomie, die Berichtspflicht schon sehr früh greift und Unternehmen sich daher schon frühzeitig mit der ganzen Materie beschäftigen müssen.
Es müssen zuerst die zu berichtenden Daten gesammelt werden und aufbereitet werden. Und wir als Analytics-Spezialisten wissen eben genau, wie aufwendig und zeitintensiv es sein kann, eben genau die richtigen Daten zu bekommen und aufzubereiten. Am Beispiel der EU-Taxonomie müssen beispielsweise berichtspflichtige Unternehmen einerseits über die entsprechende Nachhaltigkeitszertifizierung ihrer Lieferanten verfügen, auf der anderen Seite erwarten aber auch Finanzinstitute, die ebenfalls durch EU-Klassifizierungsvorschriften beauftragt sind, eine angemessene Offenlegung, damit eben auch deren Kunden beurteilen können, ob es sich hierbei um nachhaltige Anlagen handelt. Nun zum letzten Punkt, das Thema Zukunftsinvestitionen, was auch sehr wichtig ist. Denn von der EU ist angedacht, dass nur noch Unternehmen Kredite vom Kapitalmarkt bekommen, die einen gewissen Prozentsatz der Klimaziele erreichen. Und das muss einfach schon früh dokumentiert werden, da es langfristig ein sehr wichtiger Trend ist. Und es ist deswegen einfach, gerade dieses Thema Investitionen einfach schon früh mitzuerfassen. Jetzt ist es natürlich wichtig zu wissen, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten. Hier haben wir einmal die EU, die wir Ihnen vorstellen, und einmal die Schweiz. Und haben auch hier nochmal die Unterteilung in nicht finanzielle Offenlegung oder Kombination aus finanziell und nicht finanziell. Zu den nicht finanziellen Offenlegungen zählt beispielsweise das NFRD bzw. das CSRD. Hier geht es um die Offenlegung nicht finanzieller und diversitätsbezogener Informationen für Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeiter haben. Das heißt, hierfür müssen Informationen zu Umweltangelegenheiten, zu sozialen Belangen, zum Umgang mit Arbeitnehmern, zur Achtung der Menschenrechte, zur Antikorruption und Bestechung und zuletzt auch zur Diversität in Unternehmensvorständen offengelegt werden. Aber auch das Lieferkettengesetz greift, was Unternehmen dazu verpflichtet, die gesamte menschenrechtliche Verantwortung und die Sorgfaltspflicht entlang der gesamten Lieferkette eines Unternehmens offenzulegen. Das heißt, Unternehmen bekommen hierfür einen klaren, verhältnismäßigen und zumutbaren gesetzlichen Rahmen zu eben genau dieser Erfüllung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Dann haben wir noch zuletzt das CSR-RUC, was das deutsche Pendant zur NFRD ist. Jetzt schauen wir uns mal noch die andere Seite an, die finanzielle Offenlegung bzw. die Kombi aus finanziell und nicht finanziell. Und das ist die seit diesem Jahr greifende EU-Taxonomie. Vielleicht kurz vorweg, die EU-Taxonomie-Verordnung ist eine Art Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Aber hierauf wird Yvonne dann gleich nochmal mehr erzählen. Nun schauen wir uns das Ganze auch mal in der Schweiz an. Auch hier haben wir einmal die Unterscheidung nicht finanzielle Offenlegung. Und da würde ich gerade mal mit dem ersten Gegenvorschlag starten zur Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Dann, das ist hier unterteilt in zwei Teile. Zum ersten die Transparenz über nicht finanzielle Belange. Wer muss rapportieren in der Schweiz? Das sind Gesellschaften des öffentlichen Interesses. Und da geht es sowohl um in- als auch ausländische Unternehmen. Also zum Beispiel Tochtergesellschaften innerhalb der EU und außerhalb der Schweiz. Auf der anderen Seite müssen hier mindestens 500 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt erhalten sein oder eine Bilanzsumme von über 20 Millionen Franken oder ein Umsatzerlös von mindestens 40 Millionen Franken. Was muss genau rapportiert werden? Es muss zu mindestens einem der folgenden Themen Rechenschaft abgelegt werden. Und das ist das Thema Umwelt, das Thema Soziales, die Arbeitnehmenden, die Menschenrechte und die Bekämpfung der Korruption im In- und Ausland. Zudem müssen noch Informationen offengelegt werden, die zum besseren Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage des Unternehmens und die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf verschiedene Stakeholder. Dann auf der anderen Seite haben wir den Teil 2, den man auch nochmal in zwei verschiedene Teile unterteilen kann. Und zwar, das ist einmal die Sorgfaltspflichten und die Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Kinderarbeit. Wer muss hier rapportieren? Da haben wir auf der anderen Seite Unternehmen, die gewisse Mineralien oder Metalle aus Konflikt- und Hochrisikogebieten in die Schweiz einführen oder aber auch diese in der Schweiz bearbeiten. Und im Bereich der Kinderarbeit ist es so, dass es Unternehmen sind, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, bei denen der begründete Verdacht des Einsatzes von Kinderarbeit besteht. Was muss genau rapportiert werden? Hier muss ein Managementsystem errichtet werden, was eine gewisse Lieferkettenpolitik festlegt.
Danach müssen alle Risiken entlang der Lieferkette zuerst ermittelt werden, was sehr aufwendig sein kann, und anschließend auch noch bewertet werden. Und das alles soll dann in einem Risikomanagementsystem dargestellt werden, und es sollen konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, die diese festgestellten Risiken minimieren. Eine jährliche Berichterstattung ist hierfür angedacht. Die greift dann ab dem 01.01.2022. Nun auch ein weiteres Gesetz, und zwar, das ist die Vernehmlassungsvorsorge, Vorlage der Empfehlung der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, kurz TCFD. Hier gibt es gerade die ersten Eckpunkte. Auch wer muss hier rapportieren? Es ist ähnlich wie zuvor. Es sind Publikumsgesellschaften, es sind Banken und Versicherungen mit mindestens 500 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt, einer Bilanzsumme von über 20 Millionen Franken und einem Umsatzerlös von mindestens 40 Millionen Franken. Also ziemlich genau das wie vorhin. Was muss hier rapportiert werden? Es müssen finanzielle Risiken offengelegt werden, das die klimarelevanten Tätigkeiten betrifft. Wir müssen die Auswirkungen der jeweiligen Geschäftstätigkeiten auf das Klima und Umwelt offenlegen. Plus, es soll sich an der EU-Richtlinie halten. Das heißt, dass man hier einfach die Möglichkeit hat, durch diese Mindestanforderungen vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, die vorwärtsschauend und szenarienbasiert sind. Es ist noch ein recht neues Gesetz, was ab voraussichtlich 2024 greifen soll. Nun gebe ich weiter an die liebe Yvonne. Danke, Dea. Als nächstes kommen wir zu unserem Fokusthema, nämlich der EU-Taxonomie. Und die EU-Taxonomie ist aus dem Green Deal im Jahre 2019 hervorgegangen. Und mit diesem Green Deal rief die Europäische Kommission damals das Ziel aus, bis zum Jahre 2050 in der Europäischen Union die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren und damit klimaneutral zu werden. Da spricht man immer gerne vom Netto-Null-Ziel. Und das bedeutet, was ich eben halt als an CO2 verursache, hole ich auch wieder eben aus, an CO2 aus der Atmosphäre zurück. Und dieses Ziel haben sich zum Beispiel Länder wie Dänemark und Frankreich verpflichtet. Und als Fun Fact, erreicht haben es schon Länder wie zum Beispiel Bhutan und das Land Suriname. Das ist in Südamerika, falls sich da irgendjemand fragen sollte. Das Ziel der EU-Taxonomie ist es, um die Ausrichtung und die Finanzierung dieses Green Deals zu unterstützen, sollen eben die Finanzströme in ökologisch nachhaltige Aktivitäten umgeleitet werden. Und hierfür wurde eben diese EU Sustainable Finance Taxonomy, das ist zu lang das Wort, wir sagen nur noch EU-Taxonomie, entwickelt. Das ist ein Klassifizierungssystem zur eindeutigen Definition, was ist jetzt eigentlich eine ökologisch nachhaltige Geschäftsaktivität. Und mit der EU-Taxonomie einhergehenden neuen Berichtspflichten, die sind eben geeignet, die Aussagekraft der bisher nur nicht finanziellen Berichterstattung erheblich zu erhöhen, indem halt erstmals eine Verbindung zwischen finanziell, wie zum Beispiel Umsatz, CAPEX, OPEX und eben aber auch nicht finanziellen Themen, wie zum Beispiel der Erfüllung der Umweltziele und der Mindeststandards, die jetzt auf einmal entstehen. Und es ist natürlich eine neue Herausforderung für die Berichterstattung und es erfordert eine frühzeitige und eine intensive Befassung in den berichtspflichtigen Unternehmen. Und in der relativ noch jungen Geschichte der EU-Taxonomie gibt es insgesamt fünf wichtige Zeitpunkte. Zuerst ist es die Juni 2020, nämlich die Genehmigung der Verordnung. Und dann haben wir im Dezember 2020 die Umweltziele 1 bis 2, die wurden veröffentlicht und dann eben halt im Dezember 2021 die Umweltziele 3 bis 5, die veröffentlicht wurde. Und hier konnte man sich als Unternehmen darauf einstellen, was diese Umweltziele 1 bis 6 sind. Und dann im Januar
2022 hatte man dann auch wirklich die Aufgabe, für die verpflichtenden Unternehmensberichte die einzelnen Umweltziele 1 bis 2 auch wirklich zu rapportieren. Und dann nächsten Januar 2023 hat man das auch für die Umweltziele 3 bis 6. Und also die erstmalige Berichtspflicht, die greift eben seit dem 1. Januar 2022 und somit muss man sich eben um die Umsetzung der EU-Taxonomie aktuell schon kümmern. Jetzt habe ich schon von diesen einzelnen Umweltzielen gesprochen, von 1 bis 2 und von 3 bis 6. Und jetzt schauen wir uns als nächstes an, was denn diese einzelnen Umweltziele sind und nach welchen Kriterien man sie beurteilen kann. Wir haben Ziel 1, das ist Klimaschutz, die Auswirkungen von einem Unternehmen auf die Umwelt. Und das andere ist die Auswirkung der Umwelt auf das Unternehmen. Also Ziel 2 ist Klimawandelanpassung. Und die gelten eben halt auch schon seit dem 1. Januar 2021, dass man dafür die Daten sammeln muss. Und dann haben wir noch Ziel 3, das ist die nachhaltige Nutzung und der Schutz des Wassers und Meeresressourcen. Ziel 4, der Übergang zu einer, im Englischen sagt man Circular Economy, zu einer Kreislaufwirtschaft mit Abfallvermeidung und Recycling. Also man strebt einen Closed Loop an. Und Ziel 5 ist die Vermeidung und die Verminderung der Umweltverschmutzung. Und das letzte Ziel, Schutz der Ökosysteme und Biodiversität der Ökosysteme. Und damit eben eine Aktivität die EU-Taxonomie erfüllt, müssen die drei EU-Taxonomie-Kriterien erfüllt sein. Und das erste ist, dass mindestens eins von diesen 6 Umweltzielen erfüllt sein muss. Und das zweite ist, dass wenn man ein Ziel erfüllt, kein anderes verletzt oder keinem anderen Umweltziel schadet. Und das nennt man das zweite Kriterium, das DNSH. Das steht für Do No Significant Harm Kriterium. Also keinem anderen Umweltziel dabei schaden. Und dann noch das dritte Kriterium der EU-Taxonomie, das sind die sozialen Mindeststandards erfüllen, wie zum Beispiel Mindestschutz für Arbeitssicherheit und Menschenrecht einzuhalten. Genau. Und jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wer muss eigentlich reporten und was muss er reporten, also welche Kennzahlen. Und das sind... ähnlich sieht man das auch so ein bisschen, was die Dea vorhin erzählt hat. Es ist immer diese 500-Mitarbeiter-Grenze, also Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiter, die unter die nicht finanzielle Berichterstattung fallen. Dann aber auch, und das ist ja so bisher noch nicht irgendwie da gewesen, speziell Finanzinstitute und Anbieter von Berufsrenten, die ihre Produkte in der EU verkaufen. Also diese Unternehmen, die müssen nicht in der EU sitzen, aber sobald sie ihre Produkte dort verkaufen, müssen sie auch rapportieren nach der EU-Taxonomie. Dann europäische Institutionen, die sich mit der Klassifizierung von nachhaltigen Finanzprodukten auseinandersetzen, also so Labeling, Klassifizierungseinordnungsinstitute, die sind auch rapportierpflichtig. Und was muss reportet werden, also von welchen drei Main KPIs spricht man da? Und das ist zuerst der Umsatz, also Einnahme durch Verkauf der Produkte und der Dienstleistungen des Unternehmens oder der Organisation. Dann CAPEX, das steht für Capital Expenditures, also die Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter, wie zum Beispiel Maschinen. Und dann drittens OPEX, Operational Expenditures, also Kosten des Betriebsaufwandes, wie zum Beispiel, was für Rohstoffe ich hier einkaufe, wie nachhaltig die sind und auch was für Energie beziehe ich, ist es konventioneller Strom oder auch vielleicht Ökostrom.
Und jetzt haben wir so die groben Rahmenbedingungen der EU-Taxonomie geklärt. Jetzt fragen wir uns natürlich, ja, jetzt weiß ich das so grob, nach wie das funktioniert. Wie funktioniert denn die Umsetzung dann auch dieser Berichterstattung? Und hier ist, dass diese Umsetzung der Berichterstattung kann man die sehr gut dieses Schema von der Annex benutzen. Und diese Tabelle, die Sie hier sehen, die stammt aus dem Annex 2 des Endreports der ESMA. ESMA steht für European Securities and Market Authority. Und die ESMA ist die Europäische Wert- und Marktaufsichtsbehörde der EU. Und das Schema der ESMA stellt einen Vorschlag für die Berichterstattung der EU-Taxonomie-Kennzahlen dar. Und für jede einzelnen dieser drei KPIs, Umsatz, CAPEX, OPEX, gibt es auch eine eigene Tabelle mit einem Vorschlag, wie das rapportiert werden soll. Und wir schauen uns das jetzt heute aufgrund der Zeit nur für ein KPI, für eine Kennzahl, nämlich exemplarisch für Umsatz, an. Und im ersten Schritt schauen wir uns erst einmal noch mal genauer den Aufbau des Schemas an von der ESMA. Und im zweiten Schritt schauen wir dann auch, wie kann das denn jetzt auch umgesetzt werden in einem SAP-BI-System? Was wäre da ein Ansatz, den wir sehen? Also wir schauen uns das jetzt für die KPI Umsatz, also Englisch Turnover, an. Deshalb starten wir in der Spalte 4. Woher kommen die Umsatzdaten, wie wir hier in der Spalte 4 sehen, also 20%, 11% und 31%, die kommen eben halt aus den Reporting-Systemen, wie einem BI-Tool, wie zum Beispiel die SAP Analytics Cloud. Aber jetzt fragen wir uns noch etwas Weiteres, nämlich woher kommen jetzt natürlich die EU-Taxonomie-Kennzahlen? Können die eben halt auch aus einem SAP-BI-Tool kommen? Und die gute Antwort ist ja, das können sie. Und wir schauen uns das jetzt mal beispielhaft für die Aktivität A an und gehen dafür auf ein Beispiels-Dashboard, das wir in der SAC gebaut haben. Also was sehe ich hier? Ein SAC, also das steht für SAP Analytics Cloud, kurz SAC Dashboard für die Berichterstattung oder eine mögliche Berichterstattungsansatz der EU-Taxonomie nach der KPI Umsatz für die Aktivität A. Und es ist eine SAC-Applikation, die auf einem Planungssystem basiert. Und wichtig hier, das ist jetzt ein Demo-Case, es kann natürlich nach Kundenwünschen designbar sein und eben halt auch einfach customized werden. Und die einzelnen Reiter ganz oben, die zeigen die 6 verschiedenen Umweltziele, über die wir gesprochen haben. Wir haben jetzt angeklickt, das erste Ziel Klimaschutz, also, und füllen das dann eben halt dafür aus. Und darunter sind auch noch ein paar Drilldowns nach den einzelnen Aktivitäten. Also wir haben jetzt Aktivität A ausgewählt, aber wir könnten jetzt eben halt auch Aktivität B oder C oder D auswählen. Und eben halt auch, wir machen es für Umsatz, es geht aber auch auszuwählen, CAPEX und OPEX. Und die drei Spalten, welche die vorgestellten EU-Taxonomie-Kriterien widerspiegeln, sind eben halt Spalte 1. Da, wenn die Aktivität relevant für das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ist, wird eben halt ein Ja angegeben. Und falls das Ja eben halt ausgefüllt ist, dann oder angeklickt wird und auch kommentiert wird, dass warum es erfüllt wird, kann man eben halt auch eine prozentuale Klassifizierung vornehmen, wie stark die Aktivität auf das Umweltziel einzahlt. Also zahlt die vielleicht nur 10% ein oder in unserem Fall jetzt
50%. Und was auch ganz wichtig ist, die Beurteilung anhand von der Skala bis 0 bis 100, da hilft auch die Europäische Kommission mit, die eben halt auch ein Klassifizierungsschema mitliefert. Also ob das jetzt eher diese Aktivität, die ich mache, 15% sind oder eben halt 35%. Und dieses Klassifizierungsschema, das kann eben halt auch mit eingebunden werden und dann auch mit kommentiert werden. Und die dritte Spalte ist eben dieses Do No Significant Harm Kriterium und der Mindestschutz. Also Do No Significant Harm Kriterien durch die Aktivität wird kein anderes EU-Umweltziel wesentlich beeinträchtigt. Und dieses muss für alle Ziele auch mit ausgefüllt werden. Und genauso muss auch der Mindestschutz für Arbeitssicherheit und Menschenrechte ausgefüllt werden, wie zum Beispiel die OECD-Leitsätze, ob die erfüllt sind, die Arbeitsnormen und Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Und wir überführen das jetzt wieder zurück in das Schema von der ESMA für die Aktivität A. Also wir haben jetzt gelernt, ja, Ziel 1 ist erreicht mit Klimaneutralität mit 50% und es wird kein anderes Ziel wesentlich beeinträchtigt. Und die Mindestschutzkriterien sind auch erfüllt. Also das bedeutet, wir haben hier 50% eine Erfüllung. Und das bedeutet eben halt auch, das haben wir nochmal unten hingeschrieben, dass nur 50% der Aktivität A als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann und daher nur 50% des Umsatzes im Zusammenhang mit der Aktivität A der Taxonomie entsprechen. Und die 0% bei Spalten 5 bis 10, die sind eben halt 0%, weil in unserem Beispiel zahlt die Aktivität nur auf das Umweltziel 1 ein und deshalb füllt man bei den anderen dann eine 0 aus und dann haben wir am Ende noch diese 5 mal ein Y, also ein Yes bei den Do No Significant Harm Kriterien und einmal ein Yes bei den Mindestschutzstandards. Und die restlichen Aktivitäten, die müssen natürlich auch evaluiert werden. Und dies funktioniert nach der identischen Systematik, wie gerade eben beschrieben, und führt dann auch zu der vollständig ausgefüllten Tabelle. Und eine wichtige Anmerkung, natürlich kann diese Tabelle auch in der SAC-Planungsapplikation miterstellt werden. Somit ist kein Copy-Pasten notwendig. Das war jetzt einfach nur, dass wir Ihnen besser erklären, wie die einzelnen Schritte laufen. Gut. Was haben wir jetzt in diesen stark getakteten 30 Minuten gelernt? Also wir sehen eine starke Zunahme der rechtlichen Restriktionen, verschiedenste Gesetze und Gesetzesvorlagen, wie zum Beispiel in der EU die NFRD und die CSRD, das Lieferkettengesetz, CSR-RUG, die EU-Taxonomie oder in der Schweiz der Gegenvorschlag der Volksinitiative, das Obligationenrecht und die Vernehmlassungsvorlage TCFD in der Schweiz existieren. Nicht nur wir, aber auch andere sehen eine Verstärkung der rechtlichen Restriktionen als sehr wahrscheinlich an. Und deshalb ist eben eine strategische Herangehensweise an das Thema notwendig. Und hier gilt auch der Leitsatz agieren und nicht reagieren. Es ist zentral dabei, je früher ich mich, und hier ist wichtig, systematisch mit den Daten auseinandersetze und diese sammle, desto besser. Warum systematisch? Dass ich nicht einfach irgendwelche Daten sammle, sondern mir anschaue, welche Daten kann ich vielleicht auch automatisieren oder welche externe Datenbanken muss ich dafür vielleicht auch einkaufen, damit ich das smarter rapportieren kann. Und bezüglich der EU-Taxonomie, die Relevanz für die Schweizer Berichterstattung, die ist eher gering, weil eben halt nur Finanzinstitute und Rentenanbieter, die ihre Produkte in der EU verkaufen, da betroffen sind. Aber langfristig ist es eben halt sehr wahrscheinlich, dass es eben für mehr Unternehmen, Organisationen relevant wird. Warum ist es so? Weil eben halt auch in dem Bericht Nachhaltigkeit im Finanzsektor Schweiz schreibt der Schweizer Bundesrat, dass er
das Thema Sustainable Finance als sehr relevant eben halt für den Finanzmarkt Schweiz sieht. Allerdings sieht er keine 1:1 Umsetzung der EU-Taxonomie, aber er möchte sich eben halt daran orientieren. Und da gilt eben halt auch, das wird in einer Form höchstwahrscheinlich kommen, eine systematische Auseinandersetzung damit und auch mit der möglichen Datenerfassung und Umsetzung der Infrastruktur ist dann natürlich auch frühzeitig notwendig. Also wir haben gemerkt, das haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt, Nachhaltigkeit ist wichtig und Nachhaltigkeit spielt auch eine sehr große Rolle bei unseren Events, die kommen. Ich habe Ihnen 6 Offline- und On-Site-Events zum Thema Sustainability und Data mitgebracht. Also am 17.05., da spricht mein Kollege Daniel Pellegrini, der auch im Team Sustainability Analytics ist, über auch die Anwendung von der EU-Taxonomie in der PAPM-Cloud. Also wie kann das eben halt in anderen Systemen auch dafür umgesetzt werden, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die SAC habe. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Dann am 23.05. auch hier in der BTP-Webinar-Reihe zwei Kollegen von mir, die über 9 Features reden. Und ein paar Features sind auch sehr sinnvoll, wenn es zum Thema Sustainability Analytics geht. Dann am 9.06. die Sapphire in Zürich, wo wir auch einen Stand haben. Und wo wir darüber reden, was für eine Rolle die DWC, also die Data Warehouse Cloud von der SAP, was für eine Rolle die spielt, auch für Nachhaltigkeit und Daten. Dann am 21.07. noch ein Analytics Summer Apero, wo es auch mit einem Input-Vortrag über Sustainability und Daten geht. Und am 27. bis 28.10. ein zweitägiger Summit, wo Sie auch ganz herzlich eingeladen sind im Europapark. Ein Tag geht es um Daten, der zweite Tag, da geht es nur um Sustainability. Und am Ende des Jahres oder das Jahr endet mit mir dann auch und der, nämlich zum Thema Sustainability Analytics Lösung der SAP. Und auch dieses Webinar endet mit der DEA und deshalb zurück zu dir, DEA. Danke dir, Yvonne. Um nun wie versprochen noch einmal auf unser erstes Zitat zurückzukommen. Um Nachhaltigkeit messbar zu machen und somit auch den ganzen rechtlichen Restriktionen gerecht werden zu können, muss erstmal die Grundlage erarbeitet werden. Und das ist die Erfassung und die Aufbereitung der richtigen Daten. Und damit kommen wir zu unserer letzten Slide. Ich meine, wir, die S4s AG, wissen, wie aufwendig die Erfassung und Aufbereitung von Daten sein kann. Und daher wollen wir mit einem kurzen Zitat unseres Kollegen Daniel Pellegrinis antworten. Don't be in tears, call S4s. Mit diesem Zitat beenden wir dann auch unser heutiges Webinar und danken Ihnen auch vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, sehen wir, dass es die Zeit etwas knapp ist für Fragen. Und daher bieten wir Ihnen gerne an, dass Sie mit Ihren Fragen direkt auf uns zukommen können. Dafür haben wir hier einmal unsere E-Mail-Adressen hinterlegt oder auch die Barcodes zu unseren LinkedIn-Profilen. Und damit herzlichen Dank.